Der Onlinehandel wird mehr und mehr zunehmen. Der Handel ist gefordert, immer mehr auf mehreren Schienen zu fahren. Stationärer Handel, der muss perfekt sein, ausgebaut. Daneben Onlinehandel, ganz neue Modelle. Also das eine tun oder das andere zu lassen, das ist eine große Herausforderung, vor allem für den Detailhandel. Aber auch der Großhandel, der lagerführende Handel, ist da gefordert, beides zu tun. Immer mehr verschwinden die klassischen Vertriebswege. Der Großhändler verkauft bis an den Endpunkt. Der Konsument bezieht beim Produzenten, wir sind in einer Auflösung der klassischen Wertschöpfungsketten. Und mittel- und langfristig gehe ich davon aus, dass es in einer Wertschöpfungskette noch einen Player hat. Das kann der Produzent sein, der integriert bis zum Endverkaufspunkt. Das kann der Händler sein, der mehr und mehr produziert, der Produzenten integriert, bis hin zu Verkaufspunkten. Das kann ein Detailhändler sein, das kann aber auch einer sein, den es heute noch nicht gibt. Eine Plattform, das kann ein Google Business, Alibaba Business sein oder eben jemanden, den wir überhaupt noch nicht kennen heute. Digitalisierung heißt nicht per se und zwingend, dass es den Handel nicht mehr gibt oder dass es signifikant weniger Händler gibt. Vielleicht in ganz anderen Strukturen. Sie haben heute in den Großstädten haben Sie diese riesigen Flächen, Mediamarkt, Saturn, dann Sportfachhändler, Tausende von Quadratmetern. Da geht die Tendenz ganz klar hin, ein paar hundert Quadratmeter tut es auch. Nicht mehr das gesamte Vollsortiment ausstellen, also kleiner, aber vielleicht viel mehr Läden, wieder zurück vielleicht in ländliche Gebiete, dass es von der Anzahl her vielleicht gleich viel, vielleicht sogar mehr gibt, Dezentralisierung wieder, auch mit Kapazitätsengpässen in Verkehrsinfrastrukturen, dass man wieder die Leute weniger reisen lässt, sondern wieder mehr zu den Leuten geht, auch das ist ein Modell für den Handel, also das ist unglaublich schwierig, Prognosen zu machen, wie das aussehen wird. Aber ich gehe sehr davon aus und bin davon überzeugt, dass die Digitalisierung in allererster Linie eine Chance ist, keine Bedrohung. Und als die Schreibmaschine kam, hat man gesagt, jetzt gibt es Millionen von Arbeitslosen, alle, die von Hand geschrieben haben. Das Gegenteil ist passiert. Dann gibt es Schreibmaschinenmechaniker und das wird immer so sein. Und es hat bei jeder technischen Neuerung gibt es die Pessimisten, die sagen, das ist das Ende der Zeit und es gibt jetzt Massenarbeitslosigkeit und. Und ich gehöre zu denjenigen, die sagen, es ist primär eine Chance und der Mensch ist in der Lage, damit umzugehen und die Chancen zu packen und zu sehen. Es gibt neue Berufe, faszinierende Berufe, an die wir heute vielleicht gar nicht denken. Sei das im privaten Dienstleistungsbereich, immer kleinerer Handel, neben den immer größeren. Also da gibt es gegenläufige Entwicklungen und insgesamt wird die Welt weiterhin eine lebenswerte sein.